und herzlich willkommen von der griechischen Insel Korfu. Wir haben die letzten paar Tage hier verbracht und so einiges erlebt und unsere Top 5 haben wir euch heute mitgebracht. Viel Spaß dabei! Platz 5. Korfu-Stadt. Nicht auf jeder Insel würde es die Hauptstadt in die Top 5 schaffen. Auf Korfu allerdings schon. Uns hat besonders die Altstadt im Nu um den Finger gewickelt. Kein Wunder, die UNESCO hat sie 2007 sogar zum Weltkulturerbe ernannt. Hier findet ihr alles, was man sich von einer kleinen, gemütlichen Urlaubsstadt wünschen kann. Enge Gassen, charmante Gebäude, einen Marktplatz mit Cafés und kleine Boutiquen. Wenn ihr aber nicht nur bummeln und gut essen wollt, gibt's auch einiges an Geschichte und Architektur zu entdecken. Hier hinter mir seht ihr gerade die Festung direkt neben der Altstadt von Korfu. Der Ausblick von da oben soll richtig top sein. Wir haben es leider zeitlich nicht mehr geschafft, hochzugehen. Wenn ihr das aber machen wollt, solltet ihr vorher gucken, ob sie auch wirklich geöffnet ist. Platz 4. Myrtiotissa Beach. Wer es am liebsten ruhig und abgeschieden mag, sollte der Felsenbucht von Myrtiotissa einen Besuch abstatten. Dafür müsst ihr euch ganz in den Westen der Insel begeben. Der Strand ist ziemlich abgelegen und bietet euch mit den riesigen Felsenklippen gleichzeitig auch eine wahnsinnig schöne Kulisse. Wer länger bleiben will, kann sich hier Schirme und sogar Liegen ausleihen. Eine kleine Bar für Snacks gibt's auch. Was will man mehr? PS, ihr solltet wissen, dass der Strand unter FKK-Gängern wirklich sehr beliebt ist. Platz 3. Paleo Kastritsa. Das kleine Dorf an der Westküste Korfus ist perfekt für einen Tagesausflug. Hier habt ihr nämlich gleich mehrere schöne Ecken und To-Dos an nur einem Fleck. Der Strand ist klein, aber sehr fein. Angrenzend habt ihr sofort eine Promenade mit mehreren Shops und Restaurants und ihr könnt euch auch in ein Bötchen schwingen, um verschiedene Grotten oder Strände von hier aus anzusteuern. Es gibt aber noch was, was Paleo Kastritsa für uns zu einem der Top-Ausflugsziele gemacht hat. Und das ist das Kloster hoch oben über dem Meer. Ja, also ich würde sagen, mir hat das Kloster hier in Paleo Kastritsa sogar am allerbesten gefallen. Erstmal hat man da drüben die mega Aussicht und im Kloster selber sind einfach total viele schöne Blumen und Kräuter, ganz viele Katzen. Total mein Ding, solltet ihr unbedingt anschauen. Platz 2. Mit dem eigenen Boot um die Insel. Unsere Devise, es gibt fast nichts Spaßigeres, um einen Tag hier auf Korfu zu verbringen. Ihr könnt euch an mehreren Stellen rund um die Insel verschiedenste Boote mieten. Das Beste daran, ihr braucht weder einen Führerschein, noch müsst ihr dafür viel Geld lassen. Für knapp 100 Euro gehört ein Boot dieser Größenordnung einen ganzen Tag lang euch und ihr könnt auf eigene Faust an jeder Bucht Halt machen, die euch ins Auge springt. Das wäre wahrscheinlich sogar unser Platz 1 geworden. Gäb's da nicht? Platz 1. Porto Timoni. Kommen wir zu unserem Highlight und außerdem zu einem Ort, den ihr euch verdienen müsst. Um dorthin zu gelangen, wartet ein ca. 30-minütiger und recht steiniger Pfad auf euch. Tipp an dieser Stelle, feste Schuhe einpacken. Wenn ihr den Weg dann aber bestritten habt, werdet ihr von dieser gigantischen Aussicht begrüßt. Ob ihr nun für die kleine Wanderung, zum Baden an einem der Strände oder für den Sonnenuntergang hier seid, so einen Ausblick findet ihr auf Korfu kein zweites Mal. So ihr Lieben, das waren unsere Top 5 Ausflugsziele hier auf Korfu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr jetzt nach dem passenden Deal sucht, dann schaut mal in der Infobox. Alternativ könnt ihr euch auch die Videos hier anschauen, die wir in den Hotels hier auf Korfu gedreht haben. Gerne abonnieren natürlich. Und ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.